Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream auf Linux Guides mit, mit Jong natürlich wieder und meiner Wenigkeit. Heute gucken wir uns einmal Tails an. Das ist eine Live-Distribution, eine Linux-Live-Distribution, die auf Sicherheit optimiert ist, sodass ihr anonym im Internet surfen könnt. Das Ganze funktioniert über Tor. Wie Tor funktioniert, gucken wir uns auch noch ein bisschen an. Und dann werde ich auch nochmal versuchen, ob ich so einen Hidden Service irgendwie zum Laufen kriege und darüber SSH getunnelt kriege. Das ist so meine Spezialität. Aber hallo erstmal in den Süden natürlich. Einen wunderschönen guten Abend in den Norden natürlich und auch sonst wo, wo ihr gerade in Deutschland sitzt. Sehr schön, dass ihr heute Abend eingeschaltet habt. Und bevor wir mit Tails loslegen, kommen wir nochmal zu ein, zwei Ankündigungen. Und zwar findet jetzt am kommenden Wochenende, am Samstag, der Linux Presentation Day 2022 statt von den Talkstagen, also von uns organisiert. Und genau, da gibt es ein ganz, ganz tolles Programm. Einmal für, ich sag mal, die normalen Nutzer wie dir und mir. Und ansonsten aber auch für Schulträger und Administratoren. Das heißt, verbreitet sehr, sehr gerne die Informationen. Wir haben da unten auch ein paar nette Grafiken, die man mal rumschicken kann oder auf der eigenen Webseite stellen kann. Schaut euch das gerne an. Ist so ein bisschen schnippig auch manchmal gewählt. Lässt sich eigentlich ganz gut lesen. Ja, wir haben ganz, ganz viele Vorträge geplant. Und schaut da einfach mal rein. Zum einen erstmal Linux in Präsentation, wie man beispielsweise auf Linux richtig lernt, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt oder was mache ich am besten mit meiner Cloud oder noch viele, viele weitere Sachen. Wie installiere ich Linux, Gründe für und gegen Linux, aber natürlich auch verschiedene Software vorgestellt, beispielsweise OwnCloud ist dabei, für gewisse extra Schulsoftware wie Alexis. Aber auch Erfahrungsberichte von Administratoren sind dabei. Von daher freuen wir uns da auf jeden Fall, wenn ihr da dabei seid und das auf jeden Fall kräftig, kräftig teilt. Das freut uns richtig. Wir haben auch Tweets und Toots auf Mastodon und Twitter geschickt. Also die könnt ihr auch gerne einfach mal nochmal sharen, liken und so. Das würde uns richtig helfen und am Ende ja euch auch, damit wir ein bisschen die freie Software weiter verbreiten können. Und nicht nur die Tux-Tage haben den LPD. Hauke, ich habe gehört, da sind auch Nachbarn von dir unterwegs. Ja, quasi die Nachbarn. Also die neben Kiel, da gibt es Klausdorf. Das ist so ein Stadtteil von Schwentinetal. Wie ich nachgelesen habe, ist es sogar die zweitgrößte Stadt in Schleswig-Holstein, wenn ich das jetzt noch richtig gesehen habe. Und die machen auch ein Linux Presentation Day. Und das als Hybridveranstaltung, einmal direkt vor Ort gibt es was. Genau, der Pinguin hat dann seine, der hat da was vom Schnabel. Ich weiß nicht, ob ihr auch was vom Schnabel haben müsst, aber dort könnt ihr hingehen, wenn ihr direkt vor Ort seid. Und ansonsten könnt ihr dort eben auch gucken übers Internet und euch dran beteiligen. Also, und von der Art gibt es, glaube ich, noch viel mehr. Oder? Wie sieht es aus? Absolut. Hast du mal geguckt, wie viele es noch gibt, die absolut es sowas hybrid machen oder eben nur? Ah ja, genau. Ja, wir haben hier eine Liste, linuxpresentationday.org, das heißt L-P-D. Und hier haben wir dann die verschiedenen Veranstalter. Einmal sind wir da natürlich drin, ansonsten Braunschweig ist mit drinnen, Essling ist mit drin, Halle ist mit drin, die Lux Sauerland ist wieder mit drin, die Nürnberger sind auch drin, die Erlangen sind auch drin, die haben sich hier immer noch nicht eingetragen. Meine Güte, da muss ich ja mal langsam Druck machen, ne? Dass wir das auch machen. Der Erlanger Linux-Tag bzw. Erlanger Linux Presentation Day findet am 28. Mai statt, also nochmal in jetzt erstmal 2,5 Wochen. Ne? Aber die anderen Daten seht ihr hier. Man kann das Ganze auch direkt hier auch nochmal auf der Karte sehen, wo verschiedene wo verschiedene Veranstaltungen sind, könnt ihr euch dann hier auch nochmal anschauen. Na, also so viele sind es gar nicht, die jetzt hier eingetragen sind. Manchmal sind es tatsächlich auch in eurer Nähe, die jetzt hier in diesem Terminkalender leider gar nicht drin sind. Aber ja, unterstützt da gerne auch die lokalen Gruppen, wenn ihr da sowieso schon so ein bisschen in Linux-Gruppe seid. Ist sehr, sehr schön, da eigentlich immer Gleichgesinnte zu finden. Mache ich jetzt auch seit einiger Zeit und finde das tatsächlich immer sehr, sehr toll. Und am Ende gibt es immer noch ein Bierchen, wenn man möchte. Oder eine Apfelsaftschorle natürlich, wie man drauf ist. Ja, gut, wunderbar. Ja.
Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch mit den Ankündigungen, außer du hast noch was, Hauke. Nee, ich habe jetzt nichts. Gehst du noch kurz in den Bildschirmraum rein? Also da ist noch keine Freigabe drin. Ja, das habe ich natürlich hier wieder vergessen, aber jetzt ist sie wieder drin. Wir machen das heute auch zum ersten Mal, also von daher ist alles gut. Wir machen das zum ersten Mal, ist noch alles ganz neu. Ja. Gut, aber jetzt solltest du das hoffentlich sehen. Ne? Wunderbar. Nein. Siehst du nicht? Also bei mir solltest du es sehen. Ja. Vielleicht kommt das ja gleich. Gut. Ich würde sagen, starten wir mit Tales. Ja. Hast du vielleicht eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung oder soll ich die geben, je nachdem, wie wir Lust haben? Ach so, mit Tales. Also Tales ist erstmal eine Live-Distribution, so wie Knoppix, falls das noch einer kennt, oder die meisten Ubuntu und Xubuntu und Linux Mint und so, die kann man ja als Live-System verwenden. Also entweder man packt dieses System auf einen USB-Stick und startet direkt von da, oder man brennt sich halt eine DVD und kann dann halt sofort loslegen. Sinn der Sache bei Tales ist, dass man das normalerweise eben auch nicht auf einer Festplatte oder einer SSD installiert, sondern wirklich immer bloß von diesem Live-Medium benutzt. Und das ist insofern auch unveränderlich. Also alle Änderungen, die man jetzt quasi machen würde, wenn man da irgendwo ein Bild ablegt oder sonst irgendwas, das geschieht nur im Arbeitsspeicher und wenn man den Rechner ausmacht, ist es weg. Das ist jetzt genauso gewollt, also das ist jetzt kein Fehler, das ist so gewollt, dass man auf dem Gerät auch keine Spuren hinterlässt. Und die ganze Kommunikation übers Internet geschieht eben über Tor. Tor anonymisiert. Das funktioniert auch relativ gut, das Ganze. Also Snowden hat es damals benutzt, um sich vor der NSA zu schützen. Und wie wir alle wissen, hat man ihn da nicht rechtzeitig ja quasi einsacken können und irgendwo vergraben können. Also das hat so funktioniert, um der NSA um die aufzuhalten und abzulenken. Dann haben wir hier eine praktische Grafik von Wikipedia, wo so ein bisschen erklärt wird, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben einmal hier, Alice ist eben unser eigener Rechner, den wir benutzen. Und wir wollen eine Verbindung zu Bob haben. Das ist vielleicht irgendwie ein Webserver oder was ich vorhab, eher wird es ein SSH-Server sein. Und dann läuft das von der ATR erstmal so. Alice holt sich von so einem Verzeichnisserver eine Liste mit verfügbaren Tor-Knoten herunter, wählt davon 3 Stück erstmal aus und baut über diese 3 jetzt eine Verbindung auf. Also erstmal zum ersten Knoten wird, also das ist dieser Eintrittsknoten beziehungsweise dieser Entry-Node. Da wird eine verschlüsselte Verbindung aufgemacht. Wenn die jetzt steht, wird Alice einen neuen Schlüssel mit dem zweiten machen und die Verbindung durch den ersten Server durchjagen zum zweiten und dann dasselbe geschieht dann auch nochmal zum dritten, eine verschlüsselte Verbindung. Und diese verschlüsselten Verbindungen, die sind ineinander verschachtelt. Also daher kommt eben auch dieses Onion-Modell, das ist so wie so eine Zwiebel, die so mit verschiedenen mit diesen einzelnen Schalen, die da drin sind. Und jeder von diesen Servern kann immer bloß die eigene Schale aufmachen. Und der letzte, dieser Exit-Node, dieser Ausgangsknoten, der schickt dann die Nachricht unverschlüsselt zu Bob rüber. Also unverschlüsselt heißt quasi, das Protokoll, was am Ende rausfällt, das wird dann auch verwendet. Wenn es jetzt HTTP ist, ist es wirklich unverschlüsselt. Und wenn das ein HTTPS ist zum Beispiel, dann ist es danach eben auch HTTPS. Also es ist zwar verschlüsselt, aber nicht durch Tor. Und durch diese durch dieses Routing, durch die 3 verschiedenen, geht man davon erstmal aus, dass es sehr schwierig ist, alle 3 Server, die man dazwischen hat, zu überwachen. Und so, dass man keinen einfach herstellbaren Rückschluss auf Alice zurückführen kann. Also man weiß dann halt nicht, wo man denn, also welche IP-Adresse man ursprünglich hatte. Dafür ist es letztendlich da, dass Bob nicht weiß, welche IP-Adresse Alice hat. Darum geht es letztendlich. Und er gibt natürlich auch
quasi Angriffe dagegen. Wenn man jetzt jemanden hat, der das ganze Internet überwachen kann, dann kann man natürlich da doch wieder statistische Rückschlüsse drauf ziehen und so weiter und so fort. Aber erstmal ist Tor in der Art ziemlich gut, wie es gemacht ist. Also Snowden, NSA. Von daher, genau. Und absolut. Genau. Achso, da kommt auch Frage bei YouTube. Da fragt denn Bugman, was, wenn die Exit-Node einer US-Behörde gehört? Dann haben die erstmal nicht viel gewonnen. Also die können sich natürlich den Traffic, der hinten rauskommt, angucken. Und wenn es ein unverschlüsseltes Format ist, also HTTP, können sie es im Klartext lesen. Das ist klar. Aber das ist genauso wie im Internet. Also wer jetzt irgendwelche unverschlüsselten Protokolle nimmt, weil jetzt, ich hoffe, das gibt es wirklich nicht mehr, eine Bank hat, die einen Webserver hat, die kein SSL verwendet, dann hat man sowieso grundlegend irgendwie was falsch gemacht. Also Verschlüsselung darüber hinaus ist natürlich wichtig. Der Exit-Knoten, der kann alles lesen, was da am Ende rausgeblasen wird ins Internet. Also diese gestrichelte Linie am Ende, da ist ja weiterhin das Internet zwischen. Und alles bei, also man kann Traceroute kennt vielleicht eine oder der andere, da kann man dann halt gucken, über wie viele einzelne Stationen jetzt gerade ein Paket gelaufen ist. Und das sind halt relativ viele. Und wenn ich da ein unverschlüsseltes Netzwerkpaket drüber jage, dann kann das jede Stelle mitlesen. Also das ändert an der Sache nichts. Bloß, dass eben dieser Zusammenhang mit der IP-Adresse nicht mehr gegeben ist, das ist die Anonymisierung da drin. Die Sicherheit über die Protokolle, die ich einsetze, die muss ich selbst im Blick haben, beziehungsweise die muss der Dienstanbieter am Ende der Kette halt eben bereitstellen, damit ich damit kommunizieren kann. Also die Bank muss ein gültiges SSL-Zertifikat haben, muss das richtig einrichten und genau. Genau, absolut wichtig auch nochmal zu sagen ist, dass der Austrittsknoten beispielsweise selber nicht weiß, woher das Paket kommt, beziehungsweise wo Alice sitzt oder wer Alice ist. Das weiß dieser Knoten nicht und das weiß dieser Knoten nicht. Ne? Also der Knoten, die Knoten jeweils kennen jeweils nur ihren Nachfolger und ihren Vorgänger quasi, halt an diejenigen, wo sie es hinschicken oder hinbekommen. Aber sie können nicht den gesamten Pfad vollziehen. Wenn jetzt aber beispielsweise der NSA ein großer Teil aller Knoten gehört, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man beispielsweise dann vor der NSA dann beispielsweise nicht mehr sicher wäre, weil die dann halt eben dann doch, ich sag mal, diese Verbindung hier nachvollziehen kann, wo das jetzt am Ende ist. Das ist, sage ich mal, der Clou an dem Tor-Netzwerk. Das heißt, es ist so wichtig wie möglich, dass so viele Knoten wie möglich existieren, weil dadurch wird es schwieriger für irgendwelche zentralen Instanzen, dann wirklich die Verbindungen nachzuverfolgen. Generell, wie viele Knoten der NSA jetzt gehören in dieser Wolke, das kann man schwer sagen tatsächlich. Also, aber sicher ist es auf jeden Fall, dass da wahrscheinlich ein paar drin sind. Da würde ich auf jeden Fall sogar Geld drauf verwetten, ne? Dass da noch einiges mit drin ist. Ne? Also von daher, Tails hat erstmal, also das Tor-Netzwerk hat erstmal einen relativ sicheren Ursprung, wenn man mal so wollen, auch eben mit diesem Onion-Routing. Das heißt, man packt einfach nochmal eine Verschlüsselung obendrauf und nochmal eine Verschlüsselung obendrauf, sodass die einzelnen anderen Knoten wirklich auch gar nicht die Nachricht lesen können, beziehungsweise auch gar nicht die Nachricht lesen können, wohin dieses Paket geht. Das ist ja dann auch da drin verschlüsselt, nur halt eben zum nächsten Knoten. Und von daher funktioniert das auch erstmal so, ne, dass man sich dann da so durchroutet und die einzelnen Leute das erstmal gar nicht so wissen, ne, wem jetzt irgendwas gehört. Und das ist sozusagen der Clou, also sozusagen die Anonymität. Und ich würde sagen, Moment, nochmal kurz dazu zu der Grafik. Letztendlich ist es ja auch, politische Sache, letztendlich ja. Also wenn man sich das so überlegt, NSA ist halt USA und dann gibt es halt andere Staaten, die natürlich andere Prioritäten haben und die sich auch nicht ganz grün sind. Und dann kann man eben, ich weiß nicht, ob Tor es automatisch macht, dass versucht wird, diese drei Tor-Server so auszusuchen, dass die möglichst weit auseinander liegen und möglichst auch in politischen Systemen beheimatet sind, die nicht untereinander sprechen.
Also es macht vielleicht nicht so viel Sinn, wenn jetzt England und USA diese Server stellen würden. Also wenn man sich jetzt die aussucht, die arbeiten schon zusammen. Aber wenn man jetzt quasi sagt, hier, ich nehme einen aus USA und einen, keine Ahnung, ob in Russland noch welche verfügbar sind, aber die sprechen halt nicht untereinander, die mögen sich so gar nicht, dass man halt so auch so eine Auswahl trifft. Oder keine Ahnung, USA und China, die werden sich wahrscheinlich auch nicht so wirklich toll finden und Sachen Beispielsweise. nicht so austauschen. Ja. Wobei natürlich auch sowas, glaube ich, auch gefaked werden könnte. Beziehungsweise dann auch, ne? Also ich würde nicht hundertprozentig dann darauf wetten, dass dann die IP-Adresse wirklich in Russland liegt und so. Das ne, ist manchmal so, teilweise auch so zuordbar, aber auf jeden Fall ist es aber sehr, sehr gut, das weit zu streuen, wirklich in unterschiedlichen Systemen, die nicht miteinander kommunizieren. Das stimmt absolut. Ja. Ja. Gut. Nee, ich würde sagen, Gut, schauen, so, ja. dann haben wir so viel dazu. Schauen wir uns doch mal Tails an. Also Tails ist am Ende ein Betriebssystem auf Linux-Basis, was nur auf dem USB-Stick funktioniert, was versucht, keine Spuren erstens am Computer zu hinterlassen. Das heißt, der Computer weiß am Ende eigentlich erstmal nicht mehr, wenn man den ein- und ausgeschaltet hat und der Arbeitsspeicher natürlich ein bisschen abkühlt, wenn man so möchte, dass da die Daten auch weg sind, weiß man gar nicht, dass dann überhaupt Tails gebootet wurde, sondern dass nur vom USB-Stick gebootet wurde, sagen wir es mal so. Und ansonsten, genau, haben wir, ich sag mal, ein sehr sicherheitsspezifisches Linux drin. Ja, also man versucht wirklich, alles so anonym und so sicher wie möglich zu gestalten, auch so wenig angreifbar wie möglich zu machen. Beispielsweise, dass man Dokumente langfristig auf Tails abspeichert, ist in der Standardversion sogar gar nicht so vorgesehen. Das muss man dann erst sozusagen zusätzlich aktivieren. Stimmt, ja, genau, aber das kann man jetzt. Das Genau. wusste ich gar nicht, dass es überhaupt geht, ja. Da, das Aber geht schon. steht ja. Ja, genau. Geht Ha! schon Ah. länger. Ja, genau. Ja. Ansonsten hat man auch noch verschiedene Tools, auch Bitcoin beispielsweise oder sowas. Eine Bitcoin-Wallet, Electrum ist da drauf, dass man da auch wirklich dann, na, eigentlich so ziemlich alle wichtigen Tools, die man so braucht, auch LibreOffice oder sowas drauf. Also auch für Journalisten in verschiedenen Gebieten ist das sehr, sehr hilfreich, wo das Internet vielleicht dann doch etwas mehr zensiert ist. Ist quasi so wirklich dann das Darknet, so wie man es kennt. Genau, ne, man versucht natürlich auch keine Spuren im Internet zu hinterlassen. Aber genau, das kann halt nie zu 100% garantiert werden. Da sollte man auf jeden Fall auch immer vorsichtig sein. Ne? Also das kann auch teilweise schwieriger sein. Beziehungsweise einfach, wenn man falsche Knoten erwischt, mit denen man sich verbindet, dann könnte die Sicherheit auch hinfällig sein. Von daher, also setzt da nie etwas drauf und macht sowieso keine illegalen Sachen im Darknet, sollte man vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig machen, also sagen. Ne? Also ja, gut, brauchen wir euch aber nicht erzählen. Ansonsten Online-Überwachung und Zensur vermeiden, das ist meiner Ansicht nach eigentlich ein größerer Use Case für Tails, eben in Regimes oder in Gebieten, wo das Internet dann doch nicht so frei ist, kann man dann doch einfach über verschiedene Serververbindungen oder für verschiedene Nodes dann auch trotzdem noch rein. Und da gibt es tatsächlich auch Anleitungen, wie man beispielsweise von, ich weiß gar nicht, vom Iran aus beispielsweise dann auch wirklich ins Internet dann richtig rauskommt, weil das dann anscheinend doch etwas beschränkt ist. Ja? Genau, Tracking und Identität verhindern bzw. ändern, das ist auch nochmal ein Ziel und aber natürlich auch Transparenz und Vertrauen, weil das Ganze ist auch Open Source natürlich und das Ganze natürlich auch kostenlos. Und es ist sehr, sehr einfach zu installieren eigentlich. Also hier, ich habe euch natürlich den Link dazu in die Videobeschreibung gesetzt, dann könnt ihr der Anleitung folgen. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ihr braucht einen USB-Stick, habe ich tatsächlich auch selber auf einem USB-Stick drauf, einfach mal zum Ausprobieren. So viel mache ich dann doch leider auch nicht drunter, weil ich einfach selber keine Anwendungsfälle habe. Aber ist auf jeden Fall mal cool, das wirklich auszuprobieren. Einfach mal auf dem USB-Stick. Ich habe das Ganze auch hier mal auf dem Rechner drauf. In einer virtuellen Maschine ist es explizit nicht empfohlen, sicherheitstechnisch auf eine virtuelle Maschine zu gehen. Also wenn ihr einen USB-Stick habt und ernsthaft im Tor-Netzwerk und Tails agieren wollt, dann macht das wirklich auf eurem Rechner selber und bootet das dann von dem USB-Stick dann richtig, anstatt dass ihr hier die VirtualBox verwendet oder eine andere virtuelle Maschine. Das kann komprimiert sein oder andere können Screenshots machen, alles Mögliche. Also nicht produktiv in der virtuellen Maschine verwenden. Zum Testen und zum Zeigen ist es natürlich für uns super.
Na? Steht da eigentlich immer noch bei, dass sie explizit vor VirtualBox waren? Ja, genau. Also als ich die KVM, Anleitung gelesen habe. Ich glaube, KVM geht quasi noch so halbwegs durch, oder? Nee, alle nicht, alle nicht. Also alle wir haben für alle hier, ne? Sehen wir hier. Also hier sehen wir auch Install VM und dann sehen wir hier, ne? Tails is safe, but magic sowieso. Aber tatsächlich dann auch nochmal irgendwo die, die Virtual Machine Warnungen. Also da gibt es auch verschiedene Anleitungen für verschiedene Sachen. Wo waren das jetzt? Das muss ich wieder finden. Irgendwo war das. Ich weiß es gerade nicht mehr. Wird man wieder finden. Manchmal ist die Seite so ein bisschen unübersichtlich. Hier ist sie, glaube ich, genau. Running Tails in a Virtual Machine. Und dann findet ihr hier einmal die Security Considerations. Könnt ihr hier auch nochmal durchlesen. Das ist teilweise auch in Deutsch. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Und dann hier einmal Virtualisierungs-Solutions. Einmal mit VirtualBox, GnomeBoxes oder WordManager. Ne? Könnt ihr dann die Dokumentation lesen und die Anleitung. Also ihr seid dann nicht von VirtualBox abhängig. Aber ja, also generell empfohlen ist es, für die Sicherheit absolut erstmal nicht. Nee, genau, ja. Vielleicht auch nochmal an alle Zuschauer, die gerade zuschauen, schreibt doch ihr jetzt mal in den Chat, ob ihr Tor schon mal genutzt habt, ob ihr Tor sogar auch regelmäßig nutzt oder ob ihr Tor noch nie benutzt habt. Wird uns einfach mal interessieren. Ja, wenn ihr das einfach mal alle reinschreibt jetzt, also alle, die hier gerade an der Tastatur sind, es gibt keine Ausreden, einfach mal reinschreiben. Ja, genau. Gut. Ja. Nee, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Na, das Ganze ist nicht installiert auf meinem Rechner. Das Ganze ist nur über die eine ISO installiert. Und das dauert ein bisschen, bis das hochgefahren ist. Bei mir sowieso wieder ein bisschen länger. Aber nicht verwundern, wenn hier mal der Bildschirm länger schwarz ist. Das kommt gleich hoch. Ja. Wie viel RAM hast du dem Ding gegeben? Ich habe dem Ding, ich glaube, 4 GB RAM. Ich glaube, 2 GB sind empfohlen. Okay. Und Dopic TV schreibt, ist Tails kein ISO? Also Tails ist in der Regel eigentlich keine ISO-Datei, die du nur drauf schmeißt, soweit ich weiß. Aber es gibt auch eine ISO-Version eben für die virtuellen Maschinen. Ansonsten machst du das, glaube ich, mit einem eigenen Tails-Programm, wie du das auf dem USB-Stick ziehst. Wird zwar auch irgendwie über eine ISO funktionieren, aber die werden da wahrscheinlich noch mal ein paar eigene Änderungen dann dran vornehmen. Ist das, also gibt es ein quasi Image, was du sowohl auf eine DVD brennen könntest oder direkt so auf einen USB-Stick schreibst? Ist das ein und dasselbe? Ich glaube, das müsste dasselbe sein. Aber da gehst du mal lieber auf mit GetTails in Linux und dann sagst du hier, okay, wir brauchen 2 GB RAM. Ein USB-Stick, sagt er hier. Also die wählen hier gar nicht mehr DVD aus, standardmäßig. Aber ich glaube, das müsste funktionieren. Da haben wir es hier nochmal. Da. Tails DVD. Da kann man hier mal drauf gehen. Und dann muss er auch das ISO-Image dann tatsächlich hier einfach draufziehen. Ah, es ist geteilt, okay. Ja, genau. Also bei einigen Live-Systemen oder bei einigen Installern gibt es das ja nur noch ein Image, was du entweder brennst auf eine DVD oder eben so auf einen USB-Stick draufschreibst. Also hier die Xubuntu, Ubuntu und dieses ganze Zeug. Da ist das eben eins. Das kannst du so und so verwenden. Das stimmt. Absolut. Ja. Das könnte man sich irgendwann auch nochmal angucken, wie funktioniert das, diese Hybrid-Images, dass die sowohl als auch funktionieren, obwohl es ja eigentlich grundlegend was eine andere Technologie darunter liegt. Das stimmt. Das sollten wir uns eigentlich auch anschauen. Das stimmt, absolut, ja. So, ich würde sagen, wir gehen hier mal rein in Tails. Hier ist der Welcome-Screen, der ist jedes Mal auch da. Das heißt, man muss jedes Mal auch seine Language auswählen und so weiter. Man kann ein paar zusätzliche Settings hier nehmen und auch so einen persistenten Speicher dann aktivieren. Dann, aber ich glaube, Sprache musst du immer auswählen tatsächlich. Ich wähle jetzt hier einfach mal German aus. Ist auch sehr, sehr wichtig. Beispielsweise, wenn man dann später einen persistenten Speicher hat, dann muss man da auch sein Passwort eingeben für den persistenten Speicher. Und da ist eine deutsche Tastatur dann gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt hier einfach mal weiter gedrückt und schauen wir mal, was hier kommt. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, das wird auch gleich größer, also alles gut. So, das ist jetzt hier die Hilfe, die auf erschienen ist. Die wollte ich gar nicht. Das passt jetzt für mich hier so und dann sage ich am Ende, also man kann hier Additional Settings noch reinmachen, da können wir auch nochmal reinschauen. Wir können die MAC-Adress-Anonymisierung einmachen. Wir können sagen, dass wir beispielsweise im Offline-Modus reingehen, ob wir den Unsafe-Browser hinzufügen wollen.
Ob wir ein Administrator-Passwort setzen wollen, dass wir dann vielleicht auch nochmal generell ein bisschen mehr ins System eingreifen wollen, können, wenn wir wollen. Aber standardmäßig ist hier gar kein Administrator-Passwort dann verfügbar, beziehungsweise irgendein geheimer Key, wo du halt einfach kein Admin werden kannst, soweit ich weiß. So. Also Offline-Modus heißt denn, dass es überhaupt keine Verbindung zum, also irgendeinem Netzwerk herstellt, also Tor auch überhaupt nicht funktioniert. Genau. Und du bloß eine Live-Distribution hast, wo du irgendwie sicher arbeiten kannst, aber erstmal wahrscheinlich nicht speicherst, oder? Genau. Ja, so wird das sein. Und dann würde ich sagen, starten wir den Spaß mal. Wir schauen mal durch, was ihr geschrieben habt. Also, ihr ganz viele haben das tatsächlich schon ausprobiert. Ja? Also die meisten, was ich hier sehe, boah, ganz viele haben geantwortet, super. Ja? Genau. Und das Problem an Tor ist es, dass es viele Honeypots hat leider. Also genau, halt einfach so ja, Nodes, beziehungsweise solche Server, wie wir euch vorhin gezeigt haben. Wenn ich das Ganze finde. Hier ist es, glaube ich, genau. Ja, ne, dass hier in dieser Wolke relativ viele drin sind, die das tracken und versuchen, dieses Tor-Netzwerk zu entziffern. Von daher ist es eigentlich wirklich, wirklich gut, hier genau eigenen Tor-Server dann hier aufzusetzen und dann eben das Netzwerk weiter zu sichern. Da muss man aber schauen wegen dem Internetanbieter, weil es gibt leider auch viele Leute, die dann da irgendwelche illegale Sachen drin machen. Von daher klärt das auf jeden Fall mal rechtlich ab, inwiefern das ist, wenn irgendjemand über euer Tor-Netzwerk, wenn ihr der Austrittsknoten seid und Bob nicht ganz so legal arbeitet, ob ihr da in rechtliche Schwierigkeiten kommt, da muss man wirklich auch aufpassen. Deutschland hast du immer noch das Problem. Ich glaube nicht, dass die Störerhaftung weg ist. Also da hast du ein rechtliches Problem. Also von daher in Deutschland würde ich keinen Austrittsknoten betreiben wollen. Das Risiko ist einfach viel zu groß, was das angeht. So einen Eintrittsknoten und den in der Mitte, das dürfte jetzt kein großartiges Problem sein. Da läuft einfach verschlüsseltes Zeug durch, was ja wir auch nicht, was wir auch nicht lesen können. Was keiner lesen kann. Genau, also als Serverbetreiber können wir es nicht lesen. Also von daher haben wir damit eigentlich kein Problem. Ein ähnliches Problem haben sie ja bei Freifunk. Wegen der deutschen Störerhaftung wird der ganze Traffic einmal in die Niederlande über ein VPN durchgepiped und dort fällt er halt unverschlüsselt ins Internet. Wegen der Störerhaftung lässt sich das anders nicht machen. Ja, das stimmt. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man hier nichts Illegales anstößt, obwohl man da gar keinen Hintergrund da hat. Ne? Also da unbedingt auch nochmal informieren, wenn ihr sowas betreibt. Ja. Also in Deutschland keinen Exit-Knoten betreiben. Absolut. Es sei denn, ihr seid der CCC und habt nun die Macht dahinter euch, dass ihr euch auch gegen juristischen Kram wehren könnt. Aber also als Privatperson würde ich das nicht machen. Genau, absolut. So, ich gehe hier mal ganz schnell auf die Anzeigeeinstellungen, dass wir das ein bisschen größer machen. Und das Ding läuft auch gerade in einer Geschwindigkeit. Das ist unglaublich. Schau mal, Bildschirme. Genau, es kam tatsächlich auch eben die Meldung, hey, eine virtuelle Maschine ist erkannt, das ist unsicher. Also da kriegt man das dann tatsächlich auch sofort mit. Das wird gleich größer, wenn ihr gerade auch Probleme habt, alles zu erkennen. Also, wir haben ja einen viel zu großen schwarzen Rand gerade, das wird gleich, genau hier. So, hoffen wir mal, dass das hier, es wird gleich alles gut, wie immer. So, jetzt darf ich hier mal wieder rumsuchen, ob wir hier unsere Auflösung finden. Natürlich finden wir sie nicht. Dann nehmen wir doch sowas hier. Das sieht doch gut aus. Ja. So, ist zwar nicht komplett ausgefüllt, aber ich glaube, wir erkennen doch ein bisschen mehr jetzt. Ne? So, also, das wäre hier einmal unser Bildschirm. Zack. Und dann wird hier erstmal gefragt, okay, gut, wie wollen wir uns ins Tor-Netzwerk verbinden? Einmal Connect to Tor automatically, das ist in der Regel eigentlich auch komplett okay. Man könnte auch so eine Tor-Bridge direkt konfigurieren. Oder man kann auch, wenn man in verschiedenen Netzwerken ist, da auch das lokale Netzwerk dann auch nochmal, oder also das dann im lokalen Netzwerk nochmal heiden. In der Regel reicht das vollkommen. Hauptsächlich, wenn ihr in anderen Ländern seid, wo das vielleicht nicht ganz so gut ist, dann solltet ihr das nutzen. In dem Fall sage ich einfach mal Connect to Tor automatically und sage Connect. Ja, wenn ihr euch dann natürlich das nochmal einlesen wollt, ist ja auch sehr, sehr viel Hilfe beschrieben. Also da kann man sich auch wirklich gut dann die Hilfe holen. So, ich sage mal Connect to Tor.
Apropos hier Länder, wo das nicht so gut funktioniert, weiß jemand von euch vielleicht, wie die aktuelle Situation in China ist? Also die haben hier ihre große Firewall. Ob man da noch mit Tor durchkommt oder ob sie da auch Wege gefunden haben, um das dicht zu machen. Also wenn ihr da Erfahrungswerte habt, schreibt die gerne mal rein. Absolut, absolut. So, also manche haben Tor genutzt. Genau, was haltet ihr von Cubes OS? Ist auch ein sehr, sehr spannendes System. Haben wir das nicht schon ausprobiert oder wollten wir das immer mal ausprobieren? Ich glaube, ihr wolltet Das es ist immer immer, ausprobieren. das haben wir noch nicht gemacht. Das ist immer mal wieder aufgepoppt, dass wir das machen. Ja. Ja, genau. Müssen wir unbedingt mal machen. Ich will es eigentlich auch mal testen, tatsächlich. Genau. Und Gut. bei Twitch noch, habt ihr schon Vantoi probiert? Du hattest mal ein Video zu gemacht, oder? Zu Vantoi, genau, habe ich mal ein Video gemacht vor längerer Zeit. Auch Genau. schon 1 oder 2 Jahre her. Es geht so schnell rum, die Zeit, ich sag's euch. Das stimmt, So, stimmt. Dali. Aber Wir sind schon war eineinhalb bei. Jahre fast unterwegs, ne? Ja, wir haben ziemlich genau letztes Jahr im Januar angefangen. Also von daher im Juni haben wir dann irgendwann unseren ja, anderthalbjähriges Jubiläum. Absolut, absolut, ja. Es geht zu schnell rum. So, also wir haben jetzt hier Richtig. einmal die Tor-Connection, die ist mit drinnen und wir können jetzt hier sagen, den Tor-Browser starten. Das können wir auch nochmal gleich machen, aber erstmal schließen wir den Spaß und jetzt haben wir hier unser Tor-System und ihr seht, oder unser Tails, das ist sehr minimalistisch, ist ein GNOME-Desktop natürlich. Das ist hier noch GNOME 3.38, also noch das alte Layout hier, sind sie bewusst nicht höher gegangen. Das finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Und ansonsten haben wir jetzt hier alle Anwendungen, die nötig sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch, oder? Jo, klar. Schauen wir mal. Ups, t-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 anwendungen anzeigen. Das dauert sicher gar nicht so lang. Und wir haben hier relativ viel vorinstalliert. Ja? Also, ich glaube, ich gehe hier vielleicht sogar das Anwendungsmenü durch. Das ist vielleicht ein bisschen strukturierter. Also, Barrierefreiheit, Dasher brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt. Da kann man dann halt eben seine Fenster je nachdem halt anordnen. Im Büro haben wir einmal LibreOffice und Booklet Imposer. Ich weiß gar nicht, was der Booklet Imposer ist. Weißt du, was das ist? Nee, EPUBs angucken. Ich gehe auch stark davon Also aus, ich ne? weiß Ja. nicht, du kannst es ja spaßeshalber einmal starten. Speichern und Dann starten, genau. speichern, nein, starten. Ach so, ja, das muss ich noch lernen, was da der Unterschied ist. Ja, Ansonsten. das Gegendings. Ach, okay, ja gut. Gut, ansonsten hier Bildbetrachter, GIMP sogar, Inkscape. Also da ist sogar so ein bisschen was drauf, was man auch so tagtäglich nutzen kann. Auch relativ viel, würde ich sagen. Aber auch in Richtung hier VeraCrypt Volumes kann man dann auch auf anderen externen Festplatten, die kann man dann hier reinstecken und dann eben solche verschlüsselten Festplatten auch relativ einfach dann auch entschlüsseln. Aber auch ganz normal über das normale Linux-Verschlüsselungssystem geht das natürlich auch. Mit Laufwerke ist hier drauf, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ansonsten hier halt noch mal so ein paar Hilfsprogramme, was man halt so alles braucht. Das ist hier sonderlich spannend. Im Internet ist es noch mal ein bisschen spannender. Wir haben einmal eine Bitcoin Wallet Electrum, nutze ich persönlich auch, kann ich nur empfehlen. Ansonsten hier Onion Circuits, damit können wir wahrscheinlich einmal unsere Internetverbindungen noch mal im Tor-Netzwerk sehen. Okay, wo sind wir gerade, sagen wir es mal so. Und jetzt sehen wir hier einmal die verschiedenen Kanäle, die wir hier aufgebaut haben, beziehungsweise zu denen wir uns hier verbinden. Na, genau. Klick doch mal drauf auf so einen Kanal. Machen wir mal hier, ne? Was Und ist dann denn sehen wir das? hier, was für verschiedene Fingerabdrücke hier drin sind, was für verschiedene IP-Adressen die haben. Das sind, glaube ich, alles Entry-Nodes, wenn ich mich recht entsinne, oder? Gehe ich mal von aus. Weil Also sonst wissen ich. wir nicht die IP-Adresse von allen. Ich glaube, das sind Wir müssen Entry-Nodes. die ja kennen. Stimmt, wir kennen sogar alle IP-Adressen, ne? Genau, so war das, glaube ich. Ja, genau, ja. Aber die anderen kennen unsere IP-Adresse nicht. Also So das ist die Sache. müsste denn ja insofern immer so ein Das ist so ein Dreierding Dreierding. sein. Ich würde auch sagen, es ist ein Dreierding ist. Nee, dann macht das Sinn. Genau, wir haben hier einmal unseren Entry-Node. Das ist immer dieses Not V05. Und dann haben wir hier ganz verschiedene andere Sachen, die wir dann hier eben uns anschauen können, wie die hier funktionieren. Hier sehen wir auch tatsächlich die verschiedenen Entry-Länder. Also hier Kanada einmal, Deutschland und Frankreich haben wir einmal. Kanada, US und Deutschland, SE, weiß ich gar nicht, ist es Spanien? Weiß ich gar nicht, was SE ist. Ja, aber genau, also dann haben, sehen wir hier die Schweden? verschiedenen. Ist Schweden? Weiß ich nicht. Ich glaube, das geht anders. Vielleicht wisst ihr es Was ja. ist SE?
Genau, schreibt mal rein, genau, was schreibt mal rein, was SE ist. Müssen wir nicht alles nachgucken. Genau, genau. Genau, das wäre es dazu. Ansonsten geht's. Nee, ich will hier rein, nicht rein, in die Anwendungen. Waren wir im Internet. Onion Share. Ich glaube, damit kann man wirklich Dateien hin und her schicken. War das nicht so? Ich habe Onion Share tatsächlich. Ja? Ich glaube, so war es gedacht. Ja, ja, das klingt so, ne? Genau, also, ja. Genau, versende Dateien, empfangene Dateien und wir können hier einfach sagen, hinzufügen und können hier eine Datei irgendwie auswählen. Ich habe jetzt hier leider keine Datei und die können wir dann irgendwo hinschicken, oder? Wir können das ja gleich sogar mal ausprobieren. Also weil ich ja eigentlich was anderes vorhatte. Hast du auch einen Telstra? Hast du auch einen Telstra? Habe ich mir noch nicht runtergeladen, werde ich jetzt aber mal nachschauen. Mach's dir mal, das probieren wir gleich mal aus, ob wir über das Tails-Netzwerk eine schöne Datei rumschicken können. Das machen wir gleich, das probieren wir mal aus. Habe ich noch nie gemacht. Hast du jetzt dieses USB-Image genommen als Laufwerk da reingestopft? Also diese ISO, diese ISO-Datei einfach als ISO-Datei dann reingehauen. Okay. Genau. Also nichts mit USB oder so. Ansonsten, Pigeon Internet Sofortnachrichtendienst ist einfach ein IRC-Chat, glaube ich. Thunderbird als E-Mail-Programm, wenn man das möchte. Und dann natürlich den Tor-Browser. Da kommen wir gleich natürlich noch zum Sprechen drauf. Die Tor-Connection, ich glaube, da können wir jetzt unsere jetzige Connection einsehen. Na, beziehungsweise ist das Programm, womit wir uns ins Tor-Netzwerk verbinden können. Das heißt, das brauchen wir gar nicht. Und dann geht es weiter mit, genau, unsicherer Browser. Das ist ein ganz normaler Firefox, der sich ins ClearNet, also in das normale Internet, verbindet. Und dann seht ihr, okay, gut, the unsafe browser was not enabled in the welcome screen. Wir haben es nicht enabled. Wenn wir den enablen wollen, müssen wir das ganze System hier restarten. Ansonsten ist es ein ganz normaler, unsicherer Browser. Also ganz normaler Firefox, sagen wir es mal so, ne? Also wo man dann die Identität natürlich viel, viel mehr sieht. Ansonsten Multimedia, noch ein bisschen was, Tonaufzeichnung. Zeichnen, Brasero zum Brennen, Audacity, Videos abspielen und so weiter. Systemwerkzeuge haben wir wieder ein bisschen mehr. Synaptic Paketverwaltung, man kann auch Anwendungen zusätzlich drauf installieren. Die werden aber, soweit ich weiß, erstmal nicht gespeichert über den Neustart hinaus. Höchstens über eine persistente Volume. Aber ansonsten wird das erstmal auch nicht gespeichert. Ansonsten haben wir hier einmal ein persistentes Storage, wo wir quasi einmal wir können ja eben so einen Speicher einrichten, der eben persistent ist auf unserem USB-Stick und den können wir natürlich auch, können wir davon ein Backup generieren und irgendwo anders drauf speichern, aber wir können natürlich uns auch sowas erstmal erstellen. Es geht wahrscheinlich nicht, weil ich hier wirklich keinen USB-Stick habe, sondern quasi eher eine DVD hier habe, sagen wir es mal so, technisch gesehen. Ansonsten kann man das hier konfigurieren, das könnt ihr dann selber ausprobieren. Das funktioniert tatsächlich auch großartig, nutze ich auch selber. Ansonsten, genau, Root-Terminal, da werden wir wahrscheinlich auch nicht weiterkommen, weil wir kein Root sind. Genau, Passwort habe ich keine Ahnung, was das ist. Das wird wahrscheinlich irgendein zufälliges sein. Und dann hier einmal ein Tails-Installer. Wir können auch unser Tails, was wir hier gerade haben, auf einen anderen USB-Stick von unserem Tails hier installieren. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und auch ein Debugging-Tool, wo wir dann einen Fehler melden können. Über Tails hier haben wir nochmal die Dokumentation und die Programme hatten wir schon. Und in Zubehör ist dann nochmal GTK-Hash. Ich bin mal sehr gespannt, was das ist. Cleopatra sagt mir auch nichts. KeyPassXC sollten die meisten was sagen. Das ist einmal ein Passwortmanager. Texteditor sollte, glaube ich, auch klar sein. Ich schaue mir mal GTK-Hash an. Bei Tails musste man Daten auf einem USB-Stick speichern können. Genau, ja, genau, das funktioniert. Dafür braucht man aber ein persistentes Volume, was man erstmal konfigurieren muss. Okay, GTK-Hash ist ganz einfach, womit man Hash-Dateien berechnen kann, um eben die Richtigkeit dieser Datei zu verifizieren. Das ist eine sehr schöne Sache. Das macht natürlich auch Sinn. Und Cleopatra sagt mir auch nichts. Schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Irgendwas mit GPG, glaube ich, oder? GPG, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Schlüssel verwalten oder Schlüssel entschlüsseln? Ja. Wir haben hier verschiedene E-Mails. Genau, signieren, verschlüsseln. Genau, entschlüsseln, überprüfen. Genau, und wir haben hier tatsächlich auch schon an die Tails-Leute direkt OpenPGB oder PGB-Schlüssel, die wir hier dann eintragen können, auch für E-Mails dann oder Nachrichten. Ja. Also deren öffentliche Schlüssel sind dort schon enthalten, also denen kannst du verschlüsselte Nachrichten schicken.
Genau, ja. Oder du kannst natürlich auch Leute hinzufügen, die du dann selber verschlüsselte Genau, ja. Nachrichten schickst, ne? Also dann wird das nochmal doppelt, doppelt und dreifach verschlüsselt. Ist auch wirklich sehr, sehr gut, wenn man da wirklich wichtige Daten dann rüber schickt. Wunderbar. Okay. Ansonsten wird gefragt, wie viel Gigabyte man braucht für Tails. Ich glaube, es sind 8 GB wirklich notwendig. Mit 4 kommt ihr nicht weit. Hat Brain Traveler rausgeholt. Auf der Homepage steht irgendwo 8 GB. Genau, also ich habe es auch mal mit 4 Klingt GB realistisch. probiert. Funktioniert nicht. Genau, wunderbar. Auch vielen, vielen Dank an Orko nochmal, dass du das ausgeführt hast mit dem Cleopatra. Okay, das wäre es dazu. Ich würde sagen, wir schauen uns mal das Spannendste an, und zwar der Tor-Browser. Huhu, jetzt geht's ins Darknet. Wow. Huhu, Hilfe. Jetzt musst du bloß noch Hilfe, eine Hilfe. Adresse kennen, sonst wird es schwierig. Ja, da schauen wir gleich mal. Ne? So ein bisschen kenne Nee. ich mich ja aus dem Darknet. Ich kenne zwar nicht alle Marktplätze, dann Spaß. Wie, du kennst nicht alle? Was bist du denn für Ja, ich ein? gehe nicht so häufig shoppen im Darknet. Achso, So, da naja, gibt es weiß immer diese nicht. ganz tollen Sonderangebote. Sonderangebot, besonders günstig, ja. Genau. Und gibt es auch sonst in jedem anderen Supermarkt. Das dauert ein bisschen, bis der hier startet. Auch im normalen USB-Betrieb. Hier natürlich nochmal besonders lange, weil es wir sind. Aber genau, da ist das ganze Ding. Und was ich immer am Anfang mache, wenn ich in Tails reingehe, ich weiß nicht, warum das standardmäßig nicht drin ist. Standardmäßig ist JavaScript aktiviert. Damit kann man tatsächlich viel, viel mehr über euren Rechner rausfinden, als einem lieb ist. Von daher würde ich ganz groß empfehlen, erstmal JavaScript zu deaktivieren und den ganzen Spaß so einzufügen. Das machen wir hier in diesen Sicherheitseinstellungen. Da gehe ich mal drauf. Hier haben wir die Sicherheitsstufe Standard. Dann funktioniert zwar noch jede Webseite komplett ohne Probleme, aber wenn ihr da wirklich sicher sein wollt, dann deaktiviert, genau, also deaktiviert JavaScript. Das macht ihr dann mit dieser Einstellung am sichersten, sodass wirklich sehr, 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 sehr wenig aktiviert ist, und HTML5 Medien und so weiter sind auch nur Click-to-Play. Aber warum man da Videos anschauen sollte, weiß ich auch nicht. Und dann haben wir jetzt hier unsere Sicherheit hier aktiviert. Das kann man leider auch nicht über persistente Volumes dann einstellen. Das resettet sich immer, wenn man den Browser erneut startet. Das ist ein bisschen blöd, aber kann man innerhalb ein, zwei Klicks ändern, ne? Gut, ansonsten müssen wir jetzt mal ins Hidden Wiki reingehen. Genau, ja, ins Hidden Wiki. Generell kann ich jetzt hier beispielsweise trotzdem tux-tage.de eingeben. Ich wollte sowieso mal sehen, wie die Webseite immer ohne JavaScript aussieht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Und wir verbinden uns jetzt hier im ClearNet drauf. Ja, also wir gehen zwar noch über unsere Tor-Brücken quasi, aber am Ende ist unsere Zieladresse nicht das Darknet, sondern noch das ClearNet. Also so, wo man auch noch normal drauf kommt. Das dauert hier natürlich auch noch mal etwas länger, weil es über verschiedene Knoten geht. Das Tor-Netzwerk ist generell etwas langsamer. Und dann sind wir jetzt hier hoffentlich gleich auf tuxtage.de, aber es dauert relativ lange. Ist da Gut. noch ein WWW davor oder so? Das macht er schon. Das macht er schon. Ich weiß aber nicht, das Ding läuft heute irgendwie auch extrem langsam. Irgendwie läuft mein Rechner von Mal zu Mal langsam, habe ich das Gefühl. So, Hidden Wiki. Jetzt suchen wir mal das Hidden Wiki aus, auf. Das findet man ganz einfach durch das Googlen. Das kriegt man dann schon hin. Beziehungsweise durch DuckDuckGo natürlich. Und irgendwie fehlt ja noch was in dieser Suchanfrage. Hast du überhaupt Hidden Wiki. eine IP-Adresse gekriegt? Also hat sich jetzt deine virtuelle Netzwerkkarte überhaupt mit irgendwas verbunden? Ja, wir kamen hier eben auf die Seite drauf. Ne? Das dauert einfach nur ein Momentchen. Na, sonst würden wir die Gut. ganzen Tor-Dinger nicht sehen, und sonst wären wir da auch nicht verbunden. Das dauert nur Ja, eben. Ich stimmt. weiß Sehr ganz gut. ehrlich, warum, weiß gar nicht, warum das so lange dauert. Ansonsten hole ich mir jetzt einen Tor-Browser nochmal so auf meinem Standardsystem. Ich glaube, das mache ich. Ich lade den mal schnell auf mein Standardsystem runter. Das kann ich ja euch auch mal zeigen. Das können wir ja auch mal machen direkt. Dann gehe ich hier mal auf den Browser. Hier sind wir. Und dann gehe ich hier mal auf. Nee, nicht auf Tails, sondern Tor-Browser. Suchen wir mal. So, das funktioniert dann doch etwas schneller. Torproject.org. Und dann geht's hier drauf. Download for Linux.
Und dann haben wir hier eine schöne TGZ-Datei. Wer möchte sie nicht? Ich würde, wenn ich, also ich würde generell nie irgendwas auf dem Linux Mint mit Tor-Browser machen. Da wäre mir das viel zu gefährlich, dass trotzdem eine Anwendung irgendwie, ne? Also macht das wirklich nur im Tails, wenn ihr da wirklich sicher gehen wollt. Aber gut. Ansonsten öffne ich den Spaß mal. Öffnen. Genau. Ja. Lesen wir mal und entpacken den ganzen Spaß. Und dann geht das hier auch gleich direkt los. Schauen wir mal. Ha, okay. Wo war jetzt das hier? Da. Also hier kommt eine No-Script-Frage hier. Wollen wir das wirklich blockieren? Ich sage hier, ja, ich möchte es blockieren. Und dann gehen wir hier drauf und TuxTage ist jetzt hier auch drin. Und die Seite sieht da gar nicht mal so schlecht aus. So hier so ein bisschen JavaScript fehlt. Hier auch das Archiv kann man nicht mehr aufrufen. Und Vortrag des Tages wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da ein Skript dahinter ist. Genau, ja. Aber hey, das sieht da gar nicht mal so schlecht aus tatsächlich. Na, da gibt es schlimmere Seiten. Aber gut, also so, wir können uns auch ins ClearNet verbinden. Es gibt sogar von DuckDuckGo einen Hidden Service, also auch eine Hidden DuckDuckGo-Seite. Und jetzt können wir hier mal ins Hidden Wiki gehen und dann findet man dort Onion-Adressen. Aber da ist vieles illegal. Ich empfehle euch dann nicht, da drauf zu gehen. Also hier mal Onion-Links, nochmal verschiedene, einfach nochmal andere Webseiten. Da hangelt man sich dann quasi so nach und nach durch. Aber dann geht es hier in Richtung Bitcoin, Anonymity und dann wird es hier dann doch sehr, 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 sehr krude. Also, ja, ne? Also kann man sich dann über das thehiddenwiki.org beispielsweise dann durchklicken. Aber passt da wirklich auf, wo ihr da reingeht. Das ist teilweise, also es wurden schon häufiger Leute im Netz hochgenommen, die sich über das Darknet irgendwie Sachen gekauft haben und irgendwelche Sachen dann damit gemacht haben. Also unbedingt aufpassen. Macht das nicht, das gehört sich einfach nicht. Ja, aber so kommt man ins Darknet rein. Man kann aber auch dadurch zu nützlichen Diensten dann kommen und dann... Also das Problem bei diesen Sachen ist natürlich, wenn du dir jetzt was nach Hause schicken lässt, dann kommt man da, also dann ist eigentlich eher der Postweg, deine Postanschrift eher so die Schwachstelle als Tor selbst. Also die meisten, soweit ich das immer mal irgendwo gesehen habe, liegt das Problem denn eben, dass man halt irgendwelche Informationen über sich denn doch irgendwie rein weitergegeben hat? Also eben so eine Postadresse, ne? Wenn du dir irgendwie Zeugs nach Hause schicken lässt, dann irgendjemand weiß schon, dass du zu Hause, also... Nicht nur das, also, und zweitens gibt es auch viele Scammer, ne? Du kannst ja da nicht sagen, ah, ich habe jetzt hier das und das bestellt, ich gehe jetzt mal zur Polizei und möchte das jetzt hier, also bitte, ich habe da jetzt hier meine Bitcoins hingezahlt. Und wo ist jetzt hier, ne? Kann man also das kann man schon machen. Also kann man schon machen. Die Frage ist, wie reagiert dann der Beamte, ne? Also da muss man natürlich aufpassen. Absolut. Ey, heute zeige ich euch mal einen geilen Prank hier. Ja, heute genau. Heute probieren wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was wir kaufen können. Aber generell funktioniert sowas leider immer wieder, ne? Also da gibt es sehr, sehr viel Betrug. Weil du kannst das ja nicht nachschauen, also du kannst ja dann schlecht irgendwo hingehen, der hat mich hier über den Tisch gezogen. Aber was ich so auch aus Reportagen mitgenommen habe, wenn man da sich etwas weiter in dieses Netz reingräbt, also es geht immer über Linklisten, immer weiter und oder auch in Chaträume und dann kommt man dann auch irgendwann in solche Sachen, die dann nicht, also wirklich null legal sind. Das könnte dann auch sehr, sehr schwierig werden. Also von daher macht sowas wirklich mit Bedacht. Schaut, wo ihr landet. Ja, also ganz, ganz klar. Kannst du einmal machen, das stimmt. Mein Erdkundelehrer sagte immer, kannst du machen, darfst dich bloß nicht erwischen lassen. Sehr cool. Damals gab es Internet ja noch nicht so und von daher, aber da hat er schon recht. Absolut. Also passt da unbedingt auf, was ihr da macht. Passt da unbedingt auf. Aber gut, das ist natürlich der spannende Teil. Es gibt auch ganz komische Foren und so und bitte lassen. Was meinst du? Also ich habe jetzt auch hier Tails soweit zum Laufen.
Okay, dann würde ich sagen, probieren wir mal dieses Onion Share aus. Ne? Ich muss natürlich erstmal eine tolle Datei erstellen. Ne? Ansonsten kann ich dir ja nichts schicken. Ich will dir eine wichtige Information, die keiner sonst sehen darf, hier verfassen und dir zukommen lassen über das Tor-Netzwerk. Das wird eine sehr geheime Nachricht. Ihr müsst jetzt alle wegschauen, ansonsten kommt der Beamte vorbei. Genau, dann müsst ihr mal rüber gucken. Darf keiner lesen. Geheime Nachricht und Koordinaten für den nächsten Treffpunkt, weißt du ja. Na? So, gut, brauche ich dir ja nichts sagen. Dann machen wir hier eine TXT-Datei daraus, dann kann man das auch besser zuordnen und ich schließe es und jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. So, gut, okay, also ich habe jetzt hier eine geheime Nachricht, die habe ich jetzt sehr gut verschlüsselt, nämlich gar nicht, aber das macht ja Onion Share für uns. Am besten macht man das dann wahrscheinlich nochmal in ZIP-Archiv beispielsweise rein und packt das in Passwort oder über dieses Cleopatra beispielsweise, ne? Genau, also du verpackst das in eine Mail, ne? Passwort steht im Klartext drin, also im Dings, und dann hast du eine verschlüsselte ZIP-Datei im Anhang. Genau, ne? Signieren, verschlüsseln, also, signieren als, kann man wieso signieren? Also einfach ZIP-Datei, ja, Passwort im Klartext mit dazu, also Best Practice, wie man das so macht. Genau, ne? Wie wir das machen. Ich lasse es jetzt hier mal, aber genau, ihr wüsstet, wie das geht jetzt, und dann muss ich jetzt hier auf Onion Share. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir müssen uns jetzt irgendwie auch erstmal finden, ne? Also wir sind ja jetzt hier nicht direkt connected, wo wir sagen können, meine Güte. Schauen wir mal. Okay, also Versendedateien. Hinzufügen. Und dann sagen wir geheime Nachricht mit Koordinaten. Abonnieren. Teilen beginnen. Okay. Ich bin mal gespannt. Starte. Ah, okay, jetzt habe ich einen Link. Und den muss ich dir schicken. Hast du da... Achso, du hast so, und ich mache bei mir auf der Gegenseite empfangene Dateien und dann mache ich Empfangsmodus starten. Genau. Und dann verbindest du dich ins, hast du jetzt eine eigene Onion-Adresse. Das ist jetzt eine eigene Onion-Adresse, das ist jetzt gerade nur meine Onion-Adresse. Tatsächlich, jeder, der jetzt diese Onion-Adresse hier bei sich eingibt, der empfängt diese geheimen Koordinaten. Ne? Also unbedingt auch natürlich wegschauen hier. So, ich kann hier sagen, Adresse kopieren, und das Schöne ist, hier funktioniert keine Zwischenablage. Wie kriege ich die jetzt am besten rüber? Ich glaube, ich mache das hier über... Also unter VirtualBox müsste das gehen. Nee, also ich kann bei mir sagen hier... Nee, bei Tor geguckt, nicht. Unter Geräte. Bei Tor nicht. Also bei mir geht das. Bei dir geht auch die gemeinsame Zwischenablage. Du kannst wirklich halt was raus. Also ich habe die Option dafür. Ja, aber die Option, es hilft nichts. Das Gastsystem muss es auch unterstützen. Und das macht es extra gesehen. Hast du es nicht sonst ausgebaut? Von daher, warte mal, wie mache ich das? Ich glaube, ich haue das in pasteubuntu.com. Wobei, einfach paste irgendwas rein und dann hast du einen kürzeren Link. Aber bis das wieder verbunden ist, das dauert ja ewig. Ja, wir brauchen noch, das ist eine geheime Datei, das braucht Zeit, bis es verschickt wurde. Ja? Also alles hier, alles ohne Stress. Ich habe es über den Tor-Browser anonyme E-Mail-Adressen erstellt, ohne Problem. Gibt es eine Webseite, da geht das ohne Tor-Browser nicht, aber wäre mal interessant ausprobieren. Genau, also wir können uns auch E-Mail-Adressen im Onion-Netzwerk erstellen, auch mit irgendwelchen Pseudonymen, die wir dann auch nur über solche E-Mail-Anbieter im Dark Web dann auch erreichen können und uns das dann auch hin und her verschicken können. Also von daher, genau, ja, ist das schon so eine Sache, die man machen kann. So. Boah, das dauert so ewig. Hattest du das irgendwo... nee, du bist noch bei, ne? Ich bin nie so schnell heute, ne? Ja. Nee, schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch jetzt noch interessieren würde bei Tails, was wir noch ausprobieren sollten. Oder wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Punkten, dann sagt das. So, hier, paste.ubuntu.com. Also bitte teilt das nicht auf nur eine öffentliche Seite. Das ist jetzt hier natürlich, ist sehr geheim, aber ich vertraue da natürlich dem Clearback. So, hier, paste. Das ist ja sowieso gleich wieder weg. Das ist ja bloß temporär. Ja, genau, ne? Genau. Ich kann hier nichts eingeben. Ich kann hier nichts eingeben in den Ding. Hey. Das ist ja nervig. Das ist ja sehr nervig. Ja, reagiert auf keine Tasten. Steuerung T macht er auch nicht. Das macht das. Ich bin jetzt nicht. Jetzt hier, ne? So, und jetzt einmal hier. Darf ich hier einmal was eingeben? Bitte, lieber Browser. Darf ich? Leider nein, leider gar nicht.
Computer sagt nein. Der Computer sagt nein. Ja. Wer kennt's noch, ne? Also, dass das Ding so langsam läuft, das hatte ich auch noch nicht. Das ist der Computer sagt nein. Der Computer sagt nein. Wie ist das noch? Little Britain, ne? Du kennst es sogar. Oh nein. Ja, okay, aber weißt du was? Ich glaube, ich gebe dir das Ding durch. Ich glaube, ich gebe dir das Ding durch. Ja, absolut. Das machen wir jetzt hier. Ja. Was? Ich kann es auch abtippen. Du kannst auch abtippen. Da tippe ich mir einen Wolf. So, also das hier ist jetzt ja. Oder ich kann es ja auch abtippen. Achso, ich muss das jetzt in Tor-Browser nicht über Onion share, sondern darüber. Warte mal, ich habe eine Idee, wie ich das schicke. Ich schicke dir das per E-Mail. Ich schicke dir das per E-Mail. Aber dann an die Ryzen, ne? Da fragst du mich was. Ich schaue gleich mal, ob ich da eine Ryzen-Adresse habe. Aber wir kriegen das, ja, ihr kriegt das. Ah, warte mal, ich hab eine viel bessere Idee. So, also ich brauche jetzt hier erstmal bei mir die Kamera. genau, es wird jetzt hier, das wird krude. So, hier einmal zack. Da haben wir das Ding. Genau, das möchte ich hier alles. Wir können das wahrscheinlich auch schneller morsen. Morsen, das ist wahrscheinlich einfacher, ne? Genau, hier so. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier passt. So, das ist jetzt in der Zwischenablage. Dann schicke ich mir das über Signal. Und dann schicke ich dir das gleich über den Chat. So von da macht man das. Kriegst du ja auch nicht reinkopiert. Also das funktioniert doch nicht mit der Zwischenablage. Ach, ich dachte, stimmt. Dass es gesperrt ist. Also dass die Option dann gesperrt ist, wenn es nicht unterstützt ist. Aber es ist nicht ausgegraut oder so. Also von daher. So, dann hilft es ja nichts, dann musst du es abtippen. Nee. Einmal hier voll saurer Apfel und. Ich kann dir das ja diktieren, ne? Ab dem Ad dann. Oder ich kann es dir jetzt direkt diktieren, das, ich glaube, das ist einfacher. Moderne Zeiten der Datenübertragung. Hey, hört auf zu lachen. klasse. Ja, klasse. Wunderbar, also. Hate Single, genau. Ja. Single. Genau. At. Und so. Jetzt geht also alles kleine Buchstaben, ja? Okay. Ja, okay. Also OK. Achso, ja. Mhm. 45. 45. AK. AK. U2. U2. I6. I6. XC. XC. X4. X4. LC. LC. UA. UA. W3. W3. JC. JC. 2A. 2A. RW. Ist das witzig? 2E. Wir haben es bald, wir haben die Hälfte. IO. IO. O3. O3. VN. VN. Ja, N, genau. JF. Ja, das war. JF. SF. SF. AO. AO. IC. IC. KC. KC. PH. PH. NM. NM. PB. Wir haben es gleich. Es ist so lang. C6. C6. FQ. FQ. Punkt. FQ und dann D. Ganz normales D. Ding. Und dann Punkt Onion. Onion. So. Und bitte tu das hier in die Zwischenablage kopieren oder so. Ja. Habe ich schon gemacht. Mal gucken. Ja, alle schön mitschreiben hier im Chat. Genau, ja. NATO-Alphabet. Ja, hör auf damit. Gut, das lernen wir ja alles nicht mehr, ne, heutzutage, ne? Gut, dann schau doch mal, ob das rausgeht. Ob du das empfangen kannst. Das scheitert jetzt daran, dass der Tor-Browser hier drunter schon meint, nee, hier HTTP, das geht gar nicht, mache ich HTTPS draus. Das musst du ja dann nochmal umändern. Aber du musst es doch über Onion Share, ja. Kannst ja doch verbinden. Nee. Also da steht ja, ich soll das unten im Tor-Browser öffnen. Also Onion Share kann ich quasi ein Upload machen. Also du kannst es auch so runterladen. Nee. Also ich kann quasi so ein öffentliches Verzeichnis aufmachen mit so einer URL. Aha, also oder, ich mach das jetzt mal. Onion Share. Ja, genau. Muss ich ja nicht auch drauf kommen. Bestätigen, Nutzernamen. Achso, okay. Also bei mir funktioniert ja, das hier. Das ist richtig.
Das ist Ah, richtig. okay. Aber bei mir steht das drin. Und dann Bei sehe ich dir hier geht das. Download Files. Also bei mir will er halt auf HTTP. Versuch, dass du das PS. HTTP wegbekommst. Also hast du jetzt den Tor-Browser da Ich drin habe den genommen? Tor-Browser, genau. Okay, also hier Leute, ne? Wenn ihr alle mitgedingst habt, dann könnt ihr es jetzt hier downloaden. Bei wem funktioniert das auch noch? Ah, Ihr habt okay. es. Ach, man kann es nur einmal machen. Jetzt habe ich auf Download Files gedrückt. Und jetzt hier. Und wenn ich jetzt Teilen beginnen mache, ist wahrscheinlich eine neue Adresse, ne? Also man kann es tatsächlich auch nur einmal teilen. Und dann startet er das wieder. Und jetzt haben wir hier wahrscheinlich. Ja, wir haben jetzt eine andere Adresse. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja gut, Sehr also stark. wenn man es richtig macht, würde es bestimmt auch funktionieren. Genau. Also ihr seht, so einfach ist das, ja? Also es ist ja eh mega einfach, sich hier über die ganze Welt dann so eine ganz geheime Datei rumzuschicken, ne? Was dann kein anderer Dienst so sieht. Ja, Freiheit ist toll, absolut. Und absolut nicht kompliziert in dem Punkt. Das ist alles so einfach, das glaubt ihr gar nicht. Ne? Ich glaube, im Tor-Browser ist das hier jetzt unter Downloads. Genau. Jetzt öffne ich die mal und was habe ich mir denn geschickt? Ach, okay, die Nachricht. Ja, gut. Also, dann wäre es das dazu. Genau. Mit OCR, Feeder klappt OCR-Code recht gut. Onion Share meinst du oder was meinst du? Also ansonsten. Mit dem hier einmal erkennen mit dieser Adresse, die da drin ist. Bloß ich würde es bei Bilderkennung, ne? mir. Habe ich auch beim Handy eben gemacht, ja. Ja, aber ich würde es da ja gar nicht reinkriegen. Das Problem ist, dass es dann von da aus nicht Genau, weitergeht. in die VirtualBox geht es dann nicht mehr weiter rein. Genau. Ja. Genau, Ja, da ja. steht doch Adresse kopieren. Ja, das stimmt, aber da musst du das halt jemanden per Onion-Mail-Adresse einschicken. Und wenn du dann natürlich, wie wir jetzt gerade, keine Onion-Mail-Adresse hast oder kein IRC-Chat, wo wir gerade drin sind, dann ist das schwierig, ne? Aber wir könnten in den IRC-Chat beispielsweise gehen und dann könnte ich dir die Adresse schicken, ne? Das würde tatsächlich gehen. Ist wahrscheinlich einfacher. Also Warte jetzt entweder mal, ja. ich hab da irgendwo was falsch eingegeben. Also eigentlich in dem Tor-Browser ist hier aktiviert, dass da steht, HTTPS nicht erzwingen. Also das ist extra ausgewählt. Absolut, Aber absolut, absolut. Ist ich ja habe jetzt, wirklich witzig, ne? ich habe auch keine Lust, das jetzt nochmal durchzugehen. Ja, absolut, Diese absolut. Adresse. Nee, passt ja. Nee, passt ja. Ne? Wir haben es ja jetzt mal gezeigt. Und User High, das siehst du ganz falsch. Hauke hat sehr, sehr viel gelernt, dass er die Adresse umsonst eben abgetippt hat. Er Ja, hat so das viel ist doch gelernt toll. gerade. Es ist enorm weitergekommen in seinem Leben. Das können wir ja zum nächsten 1. April machen. Ja. Genau, A3, ja. 75, Q9. Können wir eigentlich wirklich machen, da Gut doch. irgendwelche Steam Keys oder irgendwelche anderen Keys reinmachen, wo 5 € hinter drin sind? Und Ja. derjenige, der von euch das am schnellsten abtippt, der kriegt dann die Hat Datei. gewonnen, ja. Wäre eine Idee, ja? Wäre eine Wäre Idee. eine Idee. Wäre eine Wäre eine Idee. Idee. Wäre eine Idee. Ist ja witzig. Per TXT mit E-Mail. Nein. Na genau. Wunderbar. Ja. Also es gibt natürlich nochmal verschiedene andere Art und Weisen. Aber es ist cool, dass man halt so eben auch tatsächlich noch über Onion Share das teilen kann. Ich finde es cool. Also ich finde es tatsächlich ganz nett gemacht. Ne? Also mit diesem Upload-Ordner da, also du kannst ja auch das Umgekehrte machen. Du sagst dann halt dieses ja, sehen wir ja Im gleich. Browser aus dem Link einen QR-Code erstellen. Ja, genau. Und diesen mit einem anderen Browser dann einscannen. Genau, funktioniert auch. Absolut, ja. Das würde sogar Also gehen. Hier hier gibt es sogar diese einen empfangene QR-Code Dateien, Reader. ne? Beispielsweise Electrum hat einen QR-Code-Reader mit drinnen. Für Bitcoin-Adressen habe ich auch schon genutzt, tatsächlich. Na, ich bin ja hier auch im Bitcoin-Day mit drin. Genau, hier ständiger Speicherbereich ist deaktiviert. Das heißt, man muss das dann immer erneut einscannen. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Wenn das hier gar nicht gespeichert ist auf Tails und dann öffnet sich hier das gleich und dann kann man auch tatsächlich per QR-Code das einscannen. Funktioniert hier wahrscheinlich in der virtuellen Maschine nicht, weil die Kamera nicht durchgeleitet ist. Oder vielleicht, warte mal, vielleicht kriege ich die Kamera durchgeleitet. Anzeige, nee, Geräte, glaube ich, muss ich gehen, ne? Boah, wie langsam ist, ach, das ist im anderen, das seht ihr nicht, das ist im anderen Bildschirm wird das angezeigt, aus irgendwelchen Gründen. Geräte hier, ne? Sage ich hier mal USB und dann sage ich, ach genau, Logitech, die HD Webcam, die hier, die rechte, kann ich reinmachen. So, dann sage ich weiter und dann sage ich Standardbörsen, also importieren.
Dann sage ich weiter. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Kamera anmachen können. Das musst Schade. du selbst freigeben. Also Sollte, ja, das genau, muss. ich habe es eigentlich bei mir in Oder. der Virtual Ach Machine als so. freigegeben, Ja. aber es funktioniert. Also es funktioniert im Reellen funktioniert es nicht, wenn man nicht in der Virtual Maschine drin ist. Ach nee, die 1090 darf ich nicht freigeben, ich muss die andere freigeben. Ich habe die falsche freigegeben. Das dauert nur noch 20 Minuten, dann sind wir da durch. Die Logitech, doch, C920 muss ich. Die Brio ist es nicht, ne? Genau. Die muss ich Die hast du durchleiten. wahrscheinlich gerade dran, ne? Genau, die habe ich gerade dran. Ansonsten hier meine, ich habe ja zwei Webcams. Ja, wer braucht Tja. nicht nur eine? So, okay, funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Schade. Aber das funktioniert ansonsten. Also, wenn ihr das auf dem richtigen System habt, dann könnt ihr so eure Bitcoin-QR-Code dann einscannen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Da muss man sich da nicht zu Tode schreiben. Geht aber auch sehr einfach, ne? Also, je nachdem, inwiefern man das natürlich dann hat. Empfangsmodus kann man hier auch starten bei Genau, Audientia. also das ist quasi das Gegenstück. Ach, dann kann mir jetzt hier unter Ja, dieser genau. Adresse jemand was sharen. Also was schicken. genau. Was, Diese eine genau, Sache. ja. Also ihr könnt mir jetzt hier was schicken. Nein, das machen wir mal lieber nicht. Gut, okay, das ist ja eine coole Sache. Also, das wär's zu Onion Share. Das passt für mich. Ich bin Onion Genau. Spaß. So, man kann, so viel ich weiß, bei Tails OS Wallpaper auch ändern, wird leider nach Neustart wieder auf standardblauer Hintergrund gestellt. Absolut, aber Tails ist jetzt nicht unbedingt die kosmetische Meisterleistung, es soll einfach nur funktionieren, die Oberfläche, und halbwegs bedienbar sein. Was da dann ist, das ist eigentlich komplett egal. Ja. Zwei Webcams, aber keinen Akustikkoppler. Was ist denn Ach, Akustikkoppler? das wär's noch. Ich weiß gar nicht, was ein Akustikkoppler? Akustikkoppler ist. Nee, sagt mir nichts. Naja, also bevor es also früher, da war es illegal, dass du an die Telefondose rangingst. Also die durftest du nicht aufschrauben und das fest Aha. verbaute Kabel von der Telefondose zu deinem Telefon, das durftest du auch nicht auseinandernehmen. Das stand unter Strafe. Und da gab es denn diese Akustikkoppler. Da hast du denn auf den, ja, den Lautsprecherteil von dem Hörer Mikrofon draufgesetzt und umgekehrt denn, wo das Mikrofon drauf ist, ein Lautsprecher. Und dann hattest du dir da so ein, es ist eben dieser Akustikkoppler. Darüber konntest du das quasi legal eine Verbindung herstellen. Okay, Und okay, okay. darüber hast du denn hier ja sowas wie ein analoges Modem da durchgejagt. Das war so, ja, seit wann gibt's das? Wer weiß das? Ich hätte jetzt gedacht, Ende der 70er. Das ist auch nicht, ja, Genau, Opa krass. erzählt vom Krieg, hat er aber nicht mitgekriegt, das hat er sich angelesen. Okay, Zu meiner okay. Zeit gab es schon Modems. Die waren auch schon erlaubt. Das ist ja Und unglaublich, ja. man durfte auch die Kabel sogar, also es war nicht mehr verboten, eigenes Kabel anzustecken und sowas alles. Absolut. Warum die Ja. GNOME 3 genommen haben, keine Ahnung. Also XFC hätte genauso gereicht, absolut. Ja. Jean Ja. kennt doch nicht mal Telefone mit Hörer. Nee, die sagen mir gar nichts. Ne? Nein, Spaß. Ja, so jetzt auch wieder nicht. Ne? Aber ja, Akustikkoppler habe ich hier nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das wäre es soweit zu Tails selber. Du wolltest noch einen Hidden Service einrichten? Ich wollte das zumindest mal ausprobieren. Ja. Also einfach mal gucken, wie das funktioniert. Ich habe so eine Bauanleitung da, oder es gibt verschiedene, wie man das überhaupt so macht. Das sieht erstmal nicht schwierig aus. Die Idee, die ich dahinter hatte, ach so, ja, genau, kannst du ja auch so mal gucken, ist, wenn ich jetzt, oder nehmen wir mal angefangen, also ich habe ja mit dem Pi-KVM mal was gemacht, also das ist so eine Fernwartungslösung, so dass man ein Pi so umbaut, dass man den an einen Rechner anschließt und dann den fernwarten kann, also Tastatur und Maus emuliert darüber, übers Netzwerk und umgekehrt dann auch sehen kann, was da auf dem Monitor drauf ist, von dem Rechner, den man steuern möchte. Und da hat man ja so dieses Problem, dass man irgendwie eine Verbindung zum Internet machen muss. Man kann sich oder dass der Dienstleister von außen darauf zugreifen kann. Man kann sich natürlich ein VPN bauen, man kann da irgendwie eine Portweiterleitung machen, je nachdem, was das Netz hergibt. Und über so ein Tor Server, obwohl das ja immer Server und Client zusammen ist, bekommt man ja diese Onion-Adresse, die wir ja auch da schon mal gesehen haben, dieses elendig lange Mistding da. Und damit,
kann ich prinzipiell von überall außen drauf zugreifen. Finde ich eigentlich eine ganz charmante Möglichkeit. Dann brauche ich mich nicht um VPN oder um Portweiterleitung oder sonst was zu kümmern. Dann übernimmt Tor das für mich. Das stimmt. Das ist jetzt hier tatsächlich, ja, absolut. Hast du noch was zu sagen? Oder? Nö, prinzipiell war ich eigentlich schon so weit, aber das sieht... Ja. Nee, also das ist jetzt hier eine relativ schwierige Anleitung. Ich glaube, ich habe auch sowas schon mal ausprobiert vor Jahren und da habe ich das einfach in Erinnerung. Also du kannst jetzt hier einen ganz normalen, du brauchst keinen Tails dafür. Ich glaube, ich habe es damals auch auf Tails nur gemacht, einfach mal just for fun. Aber man kann jetzt hier auf einem ganz normalen Debian Ubuntu Server kannst du dann deinen ganz normalen Webserver nehmen und den dann auf den Hidden Service bringen, indem du dann halt eben einmal Tor installierst. Und dann in diesem Tor-Netzwerk einmal hier den Port 8181 anscheinend aktivierst, beziehungsweise auf deinem Webserver mit Caddy. Das ist quasi ein Reverse-Proxy, ist ein klasse Tool. Nutzen wir auch selber für die Tux-Tage beispielsweise. Kann man dann relativ einfach Adressen bzw. Ports umleiten. Oder auch HTTPS aktivieren und alles Mögliche. Und dann kann man hier das Tor konfigurieren, etc, Tor, Tor-RC und kann hier dann das Service Directory auswählen, wo jetzt denn die Hidden Webseite ist und dann auch tatsächlich nochmal der Port, also diese Port-Weiterleitung, so wie ich das sehe. Und dann sollte das, glaube ich, schon fast klappen. Dann kannst du sagen hier, okay, gut, ich restarte mal Tor. Und dann kannst du deinen Hostname hier anzeigen lassen. Und der müsste dann sowas am Ende dann ausbringen, irgendwo. Ne? Oder hier, cat var lib tor Webseite Hostname, hier my Website Hostname. Mhm. Und dann unter dieser Adresse, wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr eure Webseite auch im Darknet besuchen. Warum man das machen sollte, also eigentlich so richtig einen Grund gibt es erstmal nicht, außer ihr habt irgendwas, wollt, dass irgendwelche, wollt eure Besucher anonym halten, ne, sozusagen. Ne? Aber ansonsten gibt es da eigentlich wenig. Es kommt immer darauf an, was du vorhast. Also im Moment aktuelle politische Lage, dafür brauchst du es an einigen Stellen der Welt bei uns zum Glück halt nicht. Aber woanders ist das durchaus... ja, nötig für sowas halt. Oder eben dieses Szenario, was ich da hatte, schmeiße ich da irgendwo mein PyKVM ab und der baut halt von innen diese Verbindung über Tor auf und von außen habe ich immer dieselbe Onion-Adresse und kann theoretisch darauf zugreifen. Ich weiß nicht, ob es exakt so klappt, aber so kann ich mir vorstellen, dass es geht. Genau, also wir haben jetzt hier beispielsweise einmal die normale Webseite und man kann die aber auch, dann wird das tatsächlich sogar im Browser, im Tor-Browser beispielsweise angezeigt, hey, ist es eine Onion-Adresse available und dann können wir da drauf. Ja. Genau. Genau. So kann man das dann machen. Ja, was hast du gesagt? Kommt drauf an, das stößt wieder auf große Gegenliebe bei Twitch. Der Klassiker. Ja, inwiefern, absolut. Es kommt drauf an, das ist ja immer so diese Pro-Antwort. Ne? Genau, also müsst ihr wissen. Es kommt drauf an. Müsst ihr wissen, ja. Vielleicht, ein ganz entschiedenes vielleicht, ja. Aber es ist gar nicht so schwer, das zu machen. Ne? Also, wenn du willst, kann man das jetzt nochmal durchmachen, aber von mir aus müssen wir es nicht machen. Genau, also ich hätte... Sachen da. Je nachdem, wenn du Bock hast, gerne, aber... ich wollte sowieso irgendwann mal ausprobieren. Steht jetzt nicht wirklich hoch bei mir in der... Prioritätsliste, aber... Wir können das machen. Dann würde ich dir aber quasi den Bildschirm geben. Genau, ja. Genau, also darf ich jetzt mal direkt schon rüber? Ja, machen wir. Wunderbar. Ja. Dann sehen wir jetzt Taukes Bildschirm. Also ich habe jetzt hier so ein Debian 11. Das habe ich da drauf und ich bin eben auch schon Root-Benutzer, also von daher darf ich jetzt auch schon Dinge installieren. Also ich habe jetzt hier eine andere Anweisung, die sich eher auf das Betreiben von dem SSH-Server über so einen Tor-Hidden-Service halt, also die das quasi schon mal alles in eins her macht. Von daher würde ich das mit dem Webserver eher nach hinten stellen. Kriegen wir vielleicht ja auch beides noch hin. Also Tor, die Software habe ich installiert.
Als nächstes, achso, brauche ich ja gar nicht abtippen, oder? Ach doch. Jetzt diese etc tor tor rc, das ist diese Konfigurationsdatei für ja den Tor Server, wo ich verschiedene Dinge einstellen kann. Und jetzt soll ich hier ans Ende eintragen, dass ich hier einen, also wir dieses Hidden Service Dir, das hatten wir in dieser anderen Anweisung ja auch gesehen. Da wird denn ja dieser Hostname abgelegt, also unsere Onion-Adresse, nicht wahr? Das müsste der Fall sein, ja, genau. Und dann eben wiederum der Dienst, den ich nach außen bringen will, also hier von meinem Localhost, da läuft mein SSH-Server dann drauf. Port 22 ist eben die Standard-Port-Adresse für den SSH-Server und nach außen hin soll sie eben auch 22 sein. So, das wäre jetzt da soweit alles. Muss mal gucken, ob ich überhaupt schon SSH-Server drauf habe. Anscheinend auch nicht. Naja, gut, wunderbar. Sind wir durch, ne? Oder, mal gucken. So, und jetzt müsste ich eigentlich gucken. Genau, SSH-Daemon läuft. Also mit PS-A kann ich mir eben alle Prozesse anzeigen lassen, die gerade laufen. Und wenn ich das durch ein grep durchjage, dann werden nur die Zeilen ausgegeben, die SSH enthalten. Also einmal Komplettliste. Und mit dem grep SSH eben bloß diese drei SSH-Zeilen. Und jetzt soll ich noch den SSH, Tor einmal neu starten. Mache ich mal hier so relativ traditionell. Kann man auch über Service Tor Restart machen. Kommt aus Able hinaus. Und jetzt soll ich unter var lib tor ssh und hostname. Darunter soll ich jetzt meinen Hostnamen, also diese Adresse, diese Onion-Adresse finden. Da habe ich auch wirklich eine. Da kann ich. Und, na gut. Ist gut. Und ist das jetzt schon alles? Ach nee. Das müsste alles sein, oder? Da es direkt nicht geht. Also ihr über Tor. Tor ist so ein SOX 5 Proxy und darüber kann ich eigentlich kein SSH drüber laufen lassen. Aber indem ich das mit, ich mach das mal hier so. Also ich habe hier was. Das seht ihr auch. Gleich. So. Sie sind mal sehr gespannt. Das Ganze ein bisschen größer. Ja, das Ganze funktioniert dann über NCAT-Proxy. Über ein Proxy-Dings. Okay, boah, das wird jetzt aber, also du willst SSH jetzt hier, ne, in Onion reinbauen, ne? Das ist ja wirklich sehr interessant. Also, ich weiß ja nicht. Okay. Achso, jetzt brauche ich meine Onion-Adresse da noch und jetzt einmal so. Der Benutzername darf nicht fehlen. Achso, nee, genau. Und die ist NCAT, heißt das? NCAT musst du wahrscheinlich erstmal installieren. Kenn ich so, Das kenne ich auch so direkt nicht. Also NETCAT kenne ich. Es ist einfach. Schau mal, was NCAT ist. Neuimplementierung von NETCAT. Genau, also Neuimplementierung. Vielleicht kann man das ja auch hier mit NC, also mit NC machen. Genau, ich glaube, ich mache das mal wieder hier drauf, dann seht ihr es wieder. Also NETCAT musst du einfach mal installieren. Das kannst du mit apt install NCAT machen, wenn es nicht drauf ist. Test. Ich muss ja auch noch auf meinem eigenen System auch noch
Tor installieren. Stimmt, das auch noch, ne? Klar. Ja. Das heißt, apt-install Tor wahrscheinlich, ja? Musst du das, ja, genau, das reichen, ja? Genau, also den installiere ich da auch nochmal. Denn, also dieses Tor-Paket, also Tor ist ja quasi immer Client und Server zusammen. Also das ist quasi so eine Einheit. Genau. So. Ja, das macht er auch noch nicht. Wow, hast du jetzt schon Tor installiert, auch auf dem anderen Bildschirm, was wir da nicht gesehen haben, ne? Genau. Okay. Und ich installiere jetzt auch noch dieses Nket nach. Okay, also apt install Tor und Nket. Also, genau. Dieses, ja, genau. Wunderbar. Nur, dass die Leute das natürlich dann nachvollziehen können. Genau, später. Ja. Das ist voll hier so offscreen und so. Ja, richtig offscreen hier. Ein bisschen Magie, Simsalabim, und dann haben wir das, ne? Boom. So. Schakalaka, schauen wir mal. Ah! Nein, sag bloß, es funktioniert. Das geht. So. Es dauert ewig lange. Ja, da bist du. Ah, okay. Dein Passwort ist natürlich nicht unbedingt Test. Und es funktioniert. Du bist drauf. Ja, das funktioniert. So, und wenn ich jetzt da nochmal. Mal gucken. APT Inst. Also jetzt bin ich wieder auf dem anderen. Also ja. Direkt nativ auf dem. Ich hau dir jetzt nochmal hier. Midnight Commander nach. Das ist so ein zweispaltender Time Manager. Ja, gut, alte Midnight Commander. Dann kann ich so ein bisschen hin und her scrollen und mal gucken, wie gut das funktioniert. So, let's see. Es ist so, ne? Ich weiß nicht, hört man das? Also hier, geh mal näher ran. Ja, hört man. Ist ein bisschen verzögert, ne? Das geht jetzt übers Onion. Genau. Sehr cool. Ist aber okay. Also wir hören sowieso die Tastatur so ein bisschen. Also von daher passt es schon. Ja, genau. Aber dann nochmal. Also das geht ja? Das geht eigentlich ganz gut dafür, dass es über drei verschiedene Länder geht. Das ist cool. Also ja. Okay. Also dann hast du es jetzt so hinbekommen. Krass. Die Anleitung kannst du mir schicken. Dann haue ich die nochmal in die Videobeschreibung. Dann können die Leute sich das anschauen. Natürlich, genau. Die Anleitung für den Hidden Server hier jetzt auch, haue ich auch nochmal direkt rein. Hidden Service. So, ich habe das einmal hier reingeschmissen, also bei YouTube einmal, bei PeerTube kopiere ich das auch nochmal. Genau, wunderbar, genau. Dankeschön. Dann ist das jetzt auch in der Videobeschreibung drin, ne? Auch für die Leute, ja, cool. Die sich das dann nach anschauen. Ne? Sehr cool. Ja. Hidden Service SSH. Okay, wunderbar. Ach, nicht. Ja, cool. Also, ach, von blogtrainer.de ist ja witzig, dass es der Blogtrainer hier auch hat. Wozu haben die Blogtrainer-Leute das? Sind ja eigentlich nur irgendwelche Bitcoin-Leute, ne? Gut, also nur, ne? Ist vielleicht auch etwas. Ach so, kurz da oben. Ja. So, wunderbar. Nee, ist jetzt drinnen. Das ist ja total einfach. Damit wäre ich ja schon durch. Das ist ja sehr kurz und schmerzlos. Absolut, gewesen. Ja. Das ist ja einfach. Bin ich drin? Ja, wirklich. Wirklich. Du glaubst es nicht. Das ist unglaublich. Du glaubst es nicht. Das ist ja einfach. Also das, ja, sehr cool. Sehr cool. Das hätten wir denn ja, ne? Ich hätte gedacht, das dauert länger. Ich finde das schön, dass wir schon dadurch. Ja. Also cool. Irgendwann hatte ich mir schon mal angeguckt, da sah es deutlich komplizierter aus. So. Absolut. Genau. Wunderbar. Ne, ist der Discord aktiv, wenn du das vom Linux Guides Discord fragst? Das ist eine gute Frage. Ich selber verwalte den gar nicht mehr. Das machen andere Freiwillige. Und da habe ich wenig Kontakt tatsächlich. Also wir schreiben immer mal wieder, aber ist sehr, sehr. Sie ist ja eingeschlafen. Von daher kann ich da nicht viel sagen. Ich selber bin nicht mehr auf Discord aktiv. Weder auf Discord noch auf Matrix. Aber trotzdem biete ich die beiden Server an, um sich einfach zu vernetzen. Das Forum gibt es auch. Einfach so für euch da, um euch gegenseitig, um Gleichgesinnte zu finden. Ne? Aber so richtig bin ich da leider nicht drinnen momentan. Gut. Nee. Dann wir von meiner Ansicht nach durch, außer du hast noch was Cooles. Nö, also das war eigentlich das, was ich heute erreichen wollte da nochmal und... Und das ist ja extrem einfach. Also so schnell. Ich hätte jetzt gedacht, dass so eine Sache 20 Minuten rumfrickeln, Haare raufen, Tastatur zertrümmern, aber nein. Absolut, es geht sehr, sehr einfach. Nicht schlecht. Ja. Genau. Gut, ja. Das wäre es dann auch schon gewesen.
Ja, dann ne, hier, welches Bild hast du da? Genau, das hast du da ja schon, ne? Nee, nicht Freitag, Samstag. Samstag ist es, nicht Freitag. Genau, Samstag, Samstag haben wir den Linux genau. Presentation Day. Hier wird auch auf Linux Guides gestreamt. Bitte, bitte, bitte am besten so viele Bekannte Bescheid sagen. Hey, sag mal, ihr wolltet euch doch sowieso mal Linux anschauen oder ihr sollt euch Linux anschauen. Und schickt da gerne dann auch die ein oder andere Grafik. Genau, einfach. Ja, einfach so ein bisschen heiß machen, das ist wirklich dazu gedacht, neue Linux-Leute zu gewinnen, neue Leute für Linux zu begeistern, für freie Software. Wenn ihr einen Schuladministrator eures Vertrauens habt, dann leitet dem das natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne weiter. Ja? Wir freuen uns am Samstag auf euch. Ich hoffe, dass es eine schöne Veranstaltung wird, dass viel mitgenommen wird. Ja, ein bisschen im Stress sind wir tatsächlich doch noch, weil doch die eine oder andere Sache noch gemacht werden muss. Aber das ist ja immer so bei so einer Veranstaltung. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend. Bevor du Ja. komplett jetzt durch bist, da sind noch zwei Fragen. Die sind zwar nicht richtig als Fragen, obwohl haben wir heute gar nicht reingeschrieben. Von daher lassen wir es durchgehen. Braucht man eine Portfreitergabe im Router? Nein, eben Nein, nicht. brauchst du nicht. Das läuft alles über das Tor-Netzwerk und das ist insofern das Charmante. Also du verbindest dich mit deinem Tor-Browser ja gegen so einen Server im Internet, also letztendlich gegen so einen Exit-Node. Und dann geht diese Kette halt von diesem Exit Node quasi dann zu dir ja, wieder. Also obwohl du holst dir die Anfragen vom Exit Node an. Also ja. die stellen dir nicht selber eine Anfrage, ein Exit Node hält für dich die Anfragen bereit, die du dann abholst, ne? Bei so einem Hidden Service. Ach nee, Moment, Moment. Wir befinden uns jetzt ja direkt im Darknet. Also von daher Direkt im geht es ja Darknet. von beiden Seiten aus. Genau. Also in meinen SSH-Server geht zu diesem Eintrittsknoten drei Stück. Und also der Bob in dieser Grafik da, also der SSH-Client, der geht ja auch zu seinem Eintrittsknoten und dann treffen die sich irgendwo da drin. Das kann sehr Und gut sein, ja. das hier ist ja jetzt der Fall für dieses ClearNet und wir haben ja, also wir treffen uns ja im Darknet. Von daher ist diese Kette nicht nur drei lang, sondern eigentlich müsste sie auch sechs lang sein. Okay. Ich glaube nicht, dass sie 6 lang ist. Ich glaube, die ist immer 3 lang. Du bist einfach nur Ich auf deinem glaube die. Eintrittsknoten. Der Austrittsknoten hält für dich einfach die Fragen dann bereit, Anfragen bereit und du holst dir die Anfragen. So würde ich das sagen. Ne? Ja, das gilt aber fürs ClearNet. Nee, aber auch hier fürs Darknet. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ah, Aber guck das nochmal nach, glaubt uns nichts, recherchiert das lieber nochmal nach. Also wir nochmal nach, Portfreigabe genau. braucht man nicht. Und die Frage anonym oder nicht, Ist die Frage, wie. Ja. absolut nicht. Aber es ist schon ein sehr hohes Sicherheitsniveau, was man da hat. Und man hat eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass man von der Gegenseite nicht erkannt wird, wenn man natürlich grundlegend Dinge beachtet. Wer jetzt irgendwo am Ende in den unverschlüsselten Teil da rausbrüllt, hallo, ich bin der, schickt mir ein Paket mit irgendwas vorbei. Ja, dann habt ihr sowieso Pech gehabt, aber dann liegt es nicht an Tor. Genau, also generell kommt es darauf an, wie viele Knoten hier in diesem Netzwerk sind, die kompromittiert sind. Es gibt welche, die kompromittiert Das sind. auch, ja, Von genau. daher einfach ist einfach ein Wahrscheinlichkeitsspiel. Ne? Müsst ihr wissen. So, also. Genau, müsst ihr wissen. Dann wäre es das gewesen. Hat uns Genau. heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wieder schön, dass ihr so zahlreich dabei wart. Ich glaube, wir waren zu Hochzeiten insgesamt auf YouTube, Twitch und Linux Guides 95 Leute. Das freut mich richtig. Dann jetzt euch noch einen wunderschönen Abend. Dann sehen wir uns aller spätestens am Samstag. Ich freue mich drauf. Und Hauke, du bist ja auch dabei dann in der Fragestunde, ne? Ja, genau, wir machen hier eins zu dritt. Wir haben hier 15:30 Uhr die Fragestunde und da ist Micha auch noch mit dabei. Ja, genau, und Freuen wir uns. ansonsten sehen wir uns am nächsten Dienstag. Da machen wir was zum Thema Präsentieren unter Linux. Genau, Präsentation erstellen, was für verschiedene Tools gibt es, wie machen wir das? Dann würde ich sagen, sehen wir uns ja, dann demnächst und wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend. Macht's gut! Bis dann. Tschüss.